Die Zeit für Tests und Training ist vorbei. Jetzt wird es ernst. Das heißt, alles oder nichts hier im Orbit Park, der Heimat des Großen Preises von Australien seit 1996 und auch dieses Jahr Austragungsort von Runde 1 der Formel 1 Weltmeisterschaft. Südlich der Innenstadt der australischen Metropole Melbourne liegt in einem Park der Orbit Park Circuit. Die Strecke ist 5,3 Kilometer lang. Es sind öffentliche Straßen, die natürlich am Rennwochenende für den Verkehr gesperrt werden. Aber eben weil es öffentliche Straßen sind, ist dieser Kurs sehr, wie die Engländer sagen, bumpig. Im Deutschen sagen wir schlicht und ergreifend, es gibt eine Menge Bodenwellen. Rund um einen See erwarten uns 16 Kurven und auch dank der DRS-Zonen vor Kurve 1 und Kurve 3 zwei passable Überholmöglichkeiten. Kann Mercedes den Kampf um seinen 7. Konstrukteurstitel in Folge mit einem Sieg beginnen? Oder können Ferrari oder Red Bull sich früher einen Vorteil sichern? Und wie schnell kann das neue Team sich bei den 22 Boliden am Start einen guten Platz erkämpfen? Es gibt viel zu diskutieren, Stefan, und ich bin froh, wieder dabei zu sein. Ja, Heiko, es war ein langer Winter und es ist schön, endlich wieder hier zu sein. Ich glaube, wir werden wieder die üblichen Verdächtigen um die Führung kämpfen sehen. Aber zu Beginn einer neuen Saison gibt es immer die einen oder anderen Startprobleme. Und wer die am besten im Griff hat, wird heute im Vorteil sein. Ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, dass es in dieser Saison 11 Teams gibt und das neue Team hat, man glaubt es kaum, einen Besitzer, der gleichzeitig Fahrer ist. So etwas haben wir in der Formel 1 seit Hector Rebaken nicht mehr gesehen und das ist über 40 Jahre her. Wie schlägt sich das Team bis jetzt? Naja, es ist schon schwer vorstellbar, dass eine so kleine Organisation in der gnadenlosen Welt der Formel 1 überleben kann. Und trotzdem sind sie hier, bereit für ihr erstes Rennen und wirken überraschend stark. Aber fürs Qualifying gibt es nun mal keine Punkte, also sehen wir mal, was sie im Grand Prix leisten können. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Leclerc, Vettel, Max Verstappen und Albon, Ricciardo, Sainz Jr., Norris und Esteban Ocon, Stroll, Perez, Antonio Giovinazzi und Kvyat, Gasly, der Wissenschaftler, Kimi Räikkönen und Kevin Magnussen, Grosjean, Alesi, Russell und Nicolas Latifi. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Ja, damit guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zum großen Preis von Australien, dem Rennen, dem ersten Rennen dieser Season. Und wie ihr letztes Mal mitbekommen habt, habe ich die KI auf Schwierigkeitsstufe 105 erhöht. Damit sind wir exakt gleich, wie wir die letzte Season aufgehört haben. Ist insofern fragwürdig, weil, naja, ich spiele jetzt anderthalb Wochen mit dem Lenkrad. Und naja, ich hoffe einfach mal, dass die KI nicht im Quali sehr schwach ist und dann im Rennen einfach komplett davon zieht. Das wäre natürlich nicht so geil. Aber ja, der Plan ist, dass wir P16 einfach heimfahren. Im Idealfall vielleicht P14 vorfahren, das wäre geil. Aber ja, wir werden sehen. Ich würde sagen, ich spanne euch nicht weiter auf die Folter. Wir starten das erste Rennen und gucken, wie der erste Rennstart der Season ausgehen wird. Ah, da war eine Lücke, die hat Kvyat aber stark zugemacht. Ah ja, eine Sache noch, ich habe den Schaden auf reduziert runtergestellt. Boah, da lässt die Kimi aber echt keinen Platz, alter Schwede. Sieht sogar Grosjean noch vorbei. Und Magnussen? Ja sicher, zieht den Magnussen. Nee, die Problematik ist, bei kompletten Schaden ist es mir dann doch ein Tacken zu extrem, ist mir aufgefallen, da ist der Flügel halt eigentlich immer sofort weg. Ich sag mal, was seid ihr denn so aggressiv? Vor allem Kimi. Das Rennen wird nicht in den ersten zwei Kurven gewonnen. Okay, P19, super. Machen wir mal ein bisschen ERS raus, weil ich denke, das werden die auch machen. Wäre natürlich eine Schmach, hier hinter Alesi durchs Ziel zu fahren. Aber egal, das war jetzt halt kein guter Start. Dafür gucken wir, dass das Rennen umso besser wird. Alter, krass, wie aggressiv die waren. Das muss ich ganz klar nochmal betonen an der Stelle.
Das war schon fast ein Takt zu extrem, muss ich sagen. Eine Sache, meine Sitzposition passt gerade überhaupt nicht. Einen Moment. So, jetzt sitzen wir ein bisschen mittiger. Jetzt habe ich auch genug Platz beim Lenkrad. So. Ja, ein bisschen näher vor wieder. Alles klar. Wunderbar. Weiter geht's. You've got a lot of spare energy. Use your overtake button. Ja, ich sag dazu, wie es ist, Jeff. Im Zweifel spare ich gerade Energie, während die anderen raushauen. Das ist jetzt auch nicht so ein schlechtes Szenario für mich. Ja, ihr seht oben auch dauerhaft die Abstände, by the way. Ich kann da eher vereinzelt nur drauf schauen, leider. Halt auf den Geraden ab und zu, aber das war's sonst. Und jetzt kommen wir doch wieder ein bisschen ran an Grosjean hier. Aber gut, ich scheine meine Schwierigkeitseinstellungen soweit gefunden zu haben. Ja, Bottas führt das Rennen an, augenscheinlich. Aber Leclerc ist einen Tacken schneller. Ich kann echt ein bisschen mehr ERS raushauen. Ich bin immer noch bei 80%. Aber ich nutze das jetzt vor allem, um dran zu bleiben, einfach mal. Ich warte einfach echt, bis die gar nichts mehr haben. Und pick mir die einzeln raus dann. Ja, dabei darf ich sowas halt nicht bringen. Na gut, das hat jetzt nicht unmenschlich viel Zeit gekostet. Zumal ich aber eh ein bisschen Vorteil haben werde. Oh, da ist einer langsam. Gasly. Und so können wir uns dann auch den... Boah. Okay, lass mal Grosjean halt zurück. Ja. Ach so. Okay. Natürlich. So machen wir das alles so. Ja, jetzt sind wir gleich ganz hinten, oder was? Nee, nee, Latifi. Alter. Also die sind echt aggressiv unterwegs. Das muss ich ganz klar sagen. Holy shit. Okay, das heißt, jetzt lautet die Mission erstmal Russell wiederholen. Und zumindest vor den Williams müssen wir doch landen. Also ich habe bisher halt echt nur Position verloren, weil die KI... Okay, das hätte ich mal unter Fehler, die ich durch Lenkrad gemacht habe, ganz kurz, ne? Also... Solche Sachen seht ihr mir bitte noch nach, wenn die passieren. Aber ich habe jetzt halt echt nur Position verloren, weil die KI einfach zu aggressiv war. Ich kann halt echt viel mehr ERS raushauen, aber ich würde sagen... Das bringt mir gerade alles noch nicht so richtig was. Ich meine, eine Position haben wir wenigstens dadurch gewonnen, dass wir Gasly überholen konnten. Indem er halt... Ja, guck mal, da hatte Russell gerade einen kleinen Quersteher. Also solche Fehler macht die KI halt auch. Das ist dann wiederum das Positive hier in diesem Spiel. Fehler hatte die KI in 2019 ja
eher nicht so gemacht. Da ist halt ab und zu mal einer ausgeschieden, aber das war's dann. Alter, wie bist du aus der Kurve rausgekommen, Russell? Vielleicht ist 105 doch ein Tacken zu krass, das kann sein. Dass wir dann auf 103 oder so runtergehen für den Anfang. Aber egal, da drin ziehen wir jetzt so durch. Sag mal. Also wie gesagt, ne, seht mir sowas bitte nach, wenn ich da dann noch Zurückspulen aktiviere. Ich bin noch ein Amateur mit dem Lenkrad. Das stört euch hoffentlich nicht. Macht eh viel mehr Spaß, wenn ich sowas abfange. Aber sobald Alesi es schafft, Russell aus dem DRS-Fenster zu kriegen, dürfte ich mir Russell eigentlich holen können. Und das sieht aktuell sehr positiv aus. Kann das sein, dass ich einmal zu wenig Flügel vorne fahre und deswegen nicht um die Kurve da hinten komme? Das kann auch fast nicht sein. Die Problematik ist halt, dass ich in 2019 um die Kurve auch schon nicht rumgekommen bin. Ich weiß nicht, probier das einfach mal. Ich setze heute aber auf den 5er Flügel vorne. Möglich wär's. Würde uns ja allgemein gut tun. Diese eine Kurve, ich verstehe es nicht gerade. Das ist mir in keinem Training passiert. Und da bin ich auch rennstens gefahren. Vielleicht hätte er einfach ein bisschen lupfen, auch wenn mir das halt super viel Zeit nach vorne kostet. Okay, we've got plenty of energy. Use the overtake button and have a go. Okay. Mein Gott, ey. Jetzt mal Fokus, ey. Im Hollandrennen vorhin, was ihr ja gesehen hattet, wäre ich nicht einmal in dem Szenario gewesen, dass ich... dass ich ein Flashback nutzen müsste. Jetzt fokussiere ich mich mal bitte ganz kurz. Und komm mal bitte darauf klar, was ich hier mache. So, wäre mal ganz angenehm. Ist ja nicht lange genug dran, aber wenn ich es richtig anstelle, kriegen wir ihn hier jetzt. Wie gesagt, wenn ich es richtig anstelle, habe ich leider nicht. Schade. Ja, da kostet Russell halt echt ein bisschen Zeit. Ich glaube auch einfach, die Dirty Air spielt mit da ein bisschen sehr übel mit gerade. Jetzt komme ich ja super ran an ihn. Be careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. Ja, Jeff, das passiert schon mal. Ja, das wird nicht reichen.
Aber ich könnte nah genug dran sein für die Stadt Zielgeraden, wenn ich nicht jetzt so einen dämlichen Quersteher gehabt hätte. Sag mal. So, jetzt kurz beruhigen. Fokus. Jeff, Schnauze halten, wie wär's? Ich glaube, wenn ich an Russell vorbei bin, werde ich halt sehr gut an der Lacey rankommen. Russell hält halt schon ordentlich auf, muss man leider sagen. Auch einfach mal Overtake ein bisschen öfter nutzen. Was? Das wollte ich jetzt nicht, tut mir leid. Manchmal komme ich mit den Klöpfen durcheinander. Keine Chance, der kommt da einfach so gut rum, dass ich keine Schnitte hat. Da mache ich gar nichts gegen und das verstehe ich gerade nicht so hundertprozentig, muss ich sagen. Weil ich jetzt nicht unbedingt den Eindruck hatte in den Trainings, dass ich da wirklich groß Zeit verliere, aber gut. Jetzt gehörst du mir. Na, und tschüss. So, jetzt Alesi, coming up next. Da müssen wir jetzt nur erstmal rankommen. Russell hat da zu viel Zeit gekostet, aber ich dürfte ihm jetzt eigentlich ganz gut davon fahren. Vielleicht war es auch echt zum Großteil einfach die Dirty Air, die mich hier super übel mitgespielt hat. Science in der Box, okay. Holt sich die harten, fährt durch. Ricciardo auch schon draußen. Soll ich auch auf die harten gehen? Weil die Mediums halten eigentlich, das ist halt so das Ding. Ich meine, auch die Weichen sind halt weit unter dem, was Jeff mir gesagt hat, wo die sein werden. Jeff meinte ja, die werden bei knapp 70% sein. Die werden so bei ungefähr 60 sein. Ne, ich hole mir die Mediums. Die werden, denke ich, halten. Bis zum Ende. The car behind you has just fitted the hard tires. Car behind, running hards. Jetzt kommen wir hier auch auf einmal rum, es war echt die Dirty Air scheinbar. In this lap, push now. Ja,
Da ist sie immer noch vorne, aber es sind nur noch 3 Sekunden, keine 4 mehr. Also da kommen wir echt ein Stück weit ran auf jeden Fall. Und das, obwohl er DRS hat nach vorne. Ich meine, ich könnte im Zweifel noch eine Runde auf den machen, aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Okay, dann gucken wir doch mal. Ja, das war jetzt natürlich super, aber immerhin abgefangen. Ist aber definitiv ein Zeichen dafür, dass ich jetzt rein muss. Und zwar glasklar, aber ich habe jetzt 11 Runden auf den Softs geschafft. Alessi, ob du doof bist. Giuliano is in the pits. Giuliano in the pits. Ja, ein Double Stack kriegt F1 halt leider nicht hin. Oder vielleicht geht's ja mittlerweile. Vielleicht geht's ja mittlerweile. Das wäre ja der Oberwahnsinn. Nee, Alter, wie ich warten muss. Go, go, go. Alter Vater, hat das jetzt gekostet. Ja, Russell ist vorbei und wie er vorbei ist. Oh Mann, Alter. Da muss man mir doch Bescheid geben, wenn Alessi reingeht, dass ich dann bitte draußen bleiben soll. Ich meine, es wäre ja möglich gewesen. Ich hätte ja eine Runde wäre ja noch machbar gewesen, definitiv, aber ja, super, so habe ich jetzt halt über 5 Sekunden verloren. Oh, Reifen sind warm. Oh Mann, egal, Kopf runter. Battery charge is high. Let's use that overtake button more. Dafür hat Alessi jetzt die Mediums, die Harten. Ich habe die Mediums, das kann ich nutzen. Und ich werde unter den Mediums zu Ende fahren können, definitiv. Das dürfte im Regelfall kein Problem werden. Vor allem jetzt habe ich Traktion. Ich muss halt erstmal die 5 Sekunden jetzt auf Russell rausholen. Und ich hoffe, dass das einigermaßen möglich ist. Oh Mann, Alessi, sei froh, dass das Spiel scheinbar definitiv nicht detailliert genug ist. Dass ich dir den Arsch aufreißen kann. Weil wenn du so was gegen deinen Teamchef machst, eieiei, wobei er wahrscheinlich gar nichts dafür kann, das werden die Strategen verkackt haben. Muss man ihm ja doch schon zugute halten, denke ich mal. Ja, guck mal, wir kommen rangeflogen quasi. Vielleicht ist 105 doch gar nicht so schlecht. Ich meine, ich struggle jetzt hier richtig. Ich muss jetzt richtig nochmal kämpfen. Ich glaube, 105 ist doch gar nicht so kacke. Russell werden wir in den nächsten 3-4 Runden wahrscheinlich zumindest aufholen. Ob wir ihn überholen werden, ist natürlich dann nochmal die andere Frage. Ja, das weiß ich.
Da holen wir doch gut auf. Auf der Stadtzielgeraden gucken wir uns mal die Reifen gleich an. Oder vielleicht auch hier schon einfach mal ganz kurz. Ja, 10%. Ja, doch, sollte im weitesten Rahmen eigentlich machbar sein. Ich meine, im Zweifel habe ich mich hier jetzt ein bisschen verschätzt, aber mit den harten Reifen würde ich zumindest nicht so aufholen. Und ich meine, die Zeit hätte ich trotzdem verloren. Ja, Russell holen wir eine Sekunde pro Runde, 1,3 sogar. Das heißt, theoretisch gesehen könnten wir diesmal nah genug dran sein für die Stadtzielgeraden dann. Im DRS-Fenster werden wir auf jeden Fall sein. Na, jetzt hier nicht ganz so schön rumgekommen. Hat er jetzt sogar ein bisschen Zeit wieder gewonnen auf mich. Weil ich aber scheiße war. Aber egal, komm mal rausholen. Ja, wir sind auf jeden Fall im Fenster. Russell hat jetzt gerade Overtake-Modus verwendet, so wie er mir gerade davon gefahren ist. Aber egal. So. Wir sind dran. Und das müssen wir relativ schnell machen, leider. Damit wir auch wieder aus der Dirty Air rauskommen. Weil wir gerade einfach echt gesehen haben, wie viel das ausmacht, hinter einem zu fahren. So, mit einer kleinen Stelle nochmal. Last of the Late Breakers hat funktioniert. Eieiei, und wir haben noch gut ERS, was wir rausholen können. The gap to the car ahead is 4.2 seconds. Ja, Jeff, ich weiß. So, aber wir haben jetzt schon 1,8 wieder auf Russell. Den hat der Move wahrscheinlich ein bisschen irritiert, auch wenn wir ihn zweimal in Folge gemacht haben. Schöner Move, wie ich finde. Also, muss ich mir selber mal auf die Schulter klatschen. Der war ganz klar nicht schlecht. So, und jetzt müssen wir aufholen spielen. Ich muss mal auf die Reifen achten. Ja, wird eng auf jeden Fall. Das werden halt so knapp 70% am Ende. Also die werden tot sein, leider. Aber wir gucken mal, dass wir einfach bis dahin genug aufgeholt haben. Weil zumindest Alese würde ich schon gerne schlagen, so wie der mich gerade in die Pfanne gehauen hat. Zeitgleich aber versuchen, vielleicht ein bisschen Reifen zu sparen. Ja, ich weiß, das wird schwer. Aber ein bisschen können wir ja.
Oder zumindest halt im Zweifel genug rausholen, dass wir vor Russell bleiben, aber das sehe ich jetzt ehrlich nicht als die größte Problematik an, die wir haben. Ja, ich glaube, wir haben einfach am Anfang zu viel hinter Russell verloren und dann halt der unglückliche Boxenstopp jetzt. The car behind has started to drop back. There's a gap beginning to form. Weil ab jetzt hole ich leider auch nicht mehr allzu viel nach vorne auf. Wird schwierig, wird sehr, sehr schwierig. Vielleicht kommt ja noch ein rettendes Safety Car. Das bräuchte ich schon irgendwie. Aber gut, sei es drum. Bloß nicht so weit rauskommen hier. Das war allerletzte Stufe. Okay, ja, 4% pro Runde. Ja, die Reifen werden halt sowas von done sein am Ende. Aber wirklich so 75% knapp werden die haben. Hoffentlich kein Platzer. Aber ich meine, ganz ehrlich, im Zweifel ist mir das auch wurscht. Ich war jetzt nicht großartig um Punkte gerade. Jetzt geht es ja wirklich nur ums Prinzip für mich. Und meine Prinzipien sagen mir, ich kann den holen. Fuck. Oh, ich Esel. Das stört mich so ein bisschen. Warum fahre ich denn auf... Moment, wann habe ich denn auf Marker umgestellt, bitte? Wann soll denn das passiert sein? Ne, das stört mich so ein bisschen, dass ich halt ab und zu einfach vergesse, das ERS wieder umzustellen. Ugh. Ich Esel, ey. Ja, damit dürfte ich jetzt, glaube ich, alle Chancen vertan haben, nach vorne zu fahren. Vielleicht kann ich jetzt noch mal ein bisschen dann einfach auf Reifen schonen gehen. Hätte ja was, wenn immerhin das klappen würde noch. Jetzt muss ich halt echt ein paar Runden vor allem noch ERS sparen, bevor ich wieder meine normale Rennpace zurück darf. So, okay. Wird vielleicht auch helfen, wenn die vorne sich ein bisschen mehr bekäppeln würden, aber da pfeifen die mir gerade was leider. Alesi kommt halt nicht richtig an Grosjean ran. Ich komme nicht an Alesi ran, aber ich ziehe Russell immerhin noch ein bisschen davon. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Ich habe tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, auch in dem Spiel, dass fettes Spritgemisch gar nicht mehr so mächtig ist. Es ist wirklich jetzt vor allem das ERS, was entscheidet hier.
da muss ich jetzt halt echt gucken, dass ich wieder ein bisschen was ranspare. Ich kann es leider nicht komplett deaktivieren für eine Runde oder so. Wäre natürlich hilfreich. Aber so funktioniert das leider nicht. Wir müssen immer ein bisschen was verbrauchen. Ja. Vielleicht gegen Ende nochmal. Vielleicht kann ich gegen Ende, wenn auch deren Reifen abgebaut haben, nochmal einen kleineren Angriff starten. Aber das Ding ist, ich fahre gerade nur deren Pace mit und das wird vermutlich nicht besser werden. Das heißt, das Klügste wäre echt eigentlich ausschließlich zu gucken, dass ich das Rennen auf P19 zu Ende fahre. Weil ich auch vor Russell jetzt nicht mehr so krass wegkomme wie die Runden vorher. Das heißt, wir gucken einfach mal, dass wir jetzt hier P19 reinfahren. Ist halt blöd gelaufen, das Rennen, muss man sagen, leider. Dass mein Teamkollege mich so in die Pfanne gehauen hat, merke ich mir auf jeden Fall. Ich meine, am Ende des Tages ist er ein Franzose, mich hätte es jetzt nicht wundern müssen. Vor allem hier können wir, glaube ich, einfach ein bisschen sanfter rumfahren. 2-3% einsparen noch bis zum Ende des Rennens. Aber wir machen nicht komplett langsam. Falls sich noch eine Möglichkeit ergibt, irgendwie, wenn einer da vorne noch einen Fehler macht oder so, dann wollen wir natürlich am Start sein. Ein bisschen ERS können wir ja raushauen. Jetzt langsam sind wir wieder auf einem Gebiet, wo wir sagen können, das funktioniert. Ja, ich hätte auf die Harten gehen müssen. Manchmal hat Jeff halt doch recht, aber ich weiß ja nicht, ob ich mit den Harten überhaupt an Russell vorbeigekommen wäre. Ob ich das hätte rausholen können. Und vor den Williams möchte ich ja doch auf jeden Fall landen. Klar, eigentlich lautet das Ziel komplett anders. Eigentlich ist der Plan, noch viel weiter nach vorne zu kommen, aber sei es drum, das ist das erste Rennen dieses Teams hier. Da müssen wir einfach gucken, dass wir heile ankommen. Das ist, glaube ich, schon das meiste wert, wenn wir ehrlich sind. Ja, Grosjean kann sich jetzt auch ein bisschen vor Alesi absetzen. Ja, das wäre zu weit gewesen, wenn ich da nicht nochmal vom Gas gegangen wäre. Dann, also das wäre komplett schief gegangen jetzt. Latifi ist halt komplett weg vom Fenster. Noch 6 Runden. Und ich bin auf definitiv den falschen Flügel gefahren. Ich hätte beim 5er Flügel bleiben müssen. Ich weiß nicht, warum ich den 4er für eine gute Idee gehalten habe. Aber mir ist halt jetzt einfach aufgefallen, dass der Wagen die Traktion, den den aerodynamischen Glück vorne braucht. Ganz klar. Wie ich auf den Gedankenpfad gekommen bin, einen Viererflügel zu verwenden, da war ich einfach doof. Da hätte ich allein im ersten Stint so viel mehr rausholen können. Aber im ersten Stint sind auch die anderen sehr aggressiv reingegangen, muss ich sagen. Also das werde ich mir auch definitiv nochmal demnächst anschauen, wenn das Video dann online ist. Aber das war schon krass, wie die da reingegangen sind. Ja, Jeff, da wird sich auch leider nichts mehr zu meinem Gunsten tun.
Immerhin bin ich jetzt die letzten 20 Runden ohne gröbere Fehler, wo ich ein Flashback bräuchte, gefahren. Das war echt nur am Anfang, wo ich halt wieder ein bisschen reinkommen musste. Da trifft sich gut, Jeff. Wir haben auch nur noch 5 Runden zu fahren. Ja, das ist ja positiv. Ja, ich hatte auch überlegt zwischendurch tatsächlich, wenn ich genug auf Russell raushole, gehe ich am Ende aber nochmal safe auf Soft, aber das würde ich nicht rausholen. Ich wäre über 10 Sekunden hinten dran. Und 10 Sekunden hole ich in 5 Runden nicht raus. Da könnte das noch so sehr softreifend sein. Hätte ich früher reingehen müssen. Ja, habe ich mich ein bisschen davon blenden lassen, dass die Softreifen so gut gehalten haben. Schade. Aber gut. Merken wir uns dann im Zweifel für die zweite Season. Ich möchte halt jegliche Quersteher jetzt vermeiden, deswegen auch vielleicht ein bisschen mal mit Shortshifting arbeiten. Weil jeder kleine Quersteher jetzt halt auch übel werden könnte. Ja, guck mal an, jetzt schaltet Russell auch noch aus. Da brauche ich jetzt gar keine Angst mehr nach hinten haben. Dann ist Latifi der Einzige, der hinter mir ist. Ja, weil dann kann ich jetzt halt theoretisch... Pass auf, da wird nach vorne eh nichts mehr passiert. Ich gehe aber nochmal auf Softreifen. Anstatt, dass ich jetzt hier... mich irgendwie noch zusammen... ich jetzt hier noch irgendwie, ja, um die Strecke krepel, wollen wir lieber noch ein paar Runden Spaß haben, holen uns nochmal die Softreifen und setzen aber nochmal eine schöne Runde immerhin. Ich meine, wir haben 50 Sekunden Abstand nach hinten, das wird reichen und die vor mir ziehen mir so davon. Dazu habe ich echt Angst, noch einen Reifenplatzer zu kassieren. Holen wir uns jetzt nochmal die Softreifen. Nicht geil gelaufen, auf gar keinen Fall, aber... so ist das halt. Ja, hopp, die ist jetzt auch wurscht. Auch wenn ich mit 60 reingefahren bin, aber hey, das ist egal. Guck mal, noch einer kommt rein. Williams, Latifi scheinbar dann nochmal. Wollte sich auch nochmal softreifen. Ja, okay. Oh, jetzt haben wir aber Blue Flags hier. Und zwar richtig... das heißt, ich kann die Reifen gar nicht so ausfahren, wie ich möchte. Super! Blue Flag. Ja, Blue Flag, was machen wir, wenn ich schneller bin als hinten Blue Flag? Ja, hopp, ist wurscht. Das Risiko brauchen wir nicht eingehen. Ach. Ist schon bitter, überrundet zu werden, muss ich sagen. Aber ja, bevor ich halt jetzt echt noch einen Platzer irgendwie gehabt hätte... ja, Latifi ist doch nicht drin. Warum standen da dann bei Williams Softreifen? Das ist ja interessant. Sehr, sehr interessant. Ja, jetzt haben wir wenigstens wieder Traktion, mit der wir arbeiten können. Ja, Jeff, wie soll ich denn? Im Zweifel hole ich nach vorne auf. Super. Bringt mir jetzt auch nichts mehr. Außerdem fahre ich jetzt eh eine Runde weniger als die anderen.
Eieiei, das war knapp. Na, hat sogar ein bisschen Flügelschaden gemacht, aber gut. Weil komplett wäre halt ganz weg, da wäre jetzt rot vorne, liegt schon wieder. Da habe ich halt auch keinen Bock drauf. Ich hole mir jetzt wenigstens nochmal eine schnellere Runde, das wäre doch... Wäre doch was. Immerhin das, weißt du. Wenn das Rennen schon komplett für den Arsch ist, dann hole ich mir wenigstens nochmal eine schnellere Runde als Alesi. Guck mal, auf frischen Softs sind wir sogar schneller als Albon auf alten, harten Reifen. Ich nenne das Fortschritt. Bin ich auch wahrscheinlich der Einzige, der dazu nennt. Ach komm, wir sind eh in der für uns letzten Runde. Kann man auch erst nochmal komplett raushauen, Sprit auf, ist wurscht jetzt. Damit gewinnt Bottas, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja, tatsächlich. Valtteri Bottas. GZ. Und damit nutze ich nochmal die schnellste Runde. Da sind wir fast dran. Nur 1,6 langsamer. Okay, pick up rubber and bring it home. Ach. Ja, sehr viel Pech das Rennen gewesen. Und ich bin auch, glaube ich, nicht wirklich zu gut gefahren. Ja, Kimi, Fahrer des Tages. Sehr aggressiver Anfang gewesen, muss man ganz klar sagen. Super aggressiv gefahren. Das Mercedes-Team hat heute eine fantastische Leistung gezeigt. Sie sollten stolz sein. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos lag. Die Fähigkeiten des Fahrers sind wahrscheinlich wichtig, ja. Aber ohne ein solides Team. Deswegen war Hamilton auch Vierter oder so. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Ja, GZ Bottas auf jeden Fall. Freut mich für ihn. Ich würde Bottas eine Weltmeisterschaft gönnen. Bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes-Team reichlich zu feiern geben und sie haben es sich verdient. Oh ja, das ist richtig. Ferrari 2-3. Das heißt, die haben hier auf jeden Fall ordentlich Punkte in der Konstrukteursmeisterschaft gesnackt. Mehr als Mercedes? Ich glaube nicht. Nee, Mercedes dürfte trotzdem ein paar mehr haben. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Valtteri Bottas lässt seine Rivalen hinter sich und übernimmt die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Ohne Frage Valtteri Bottas. Er hat eine souveräne Leistung gezeigt, dass das Publikum für den Großteil des Rennens gefesselt hat. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Ja, damit GZ Bottas, wie gesagt. Ricciardo, krass, Alter. Also Ricciardo ist echt ein starker Fahrer hier in dem Spiel augenscheinlich. P6 vor Verstappen, das tut natürlich doppelt gut. Ja, Alesi, wie gesagt, vor mir. Wir sind dann nochmal eine schnellere Runde gefahren, bisschen schneller, gerade mal 1,5 Sekunden schneller. Aber da machst du halt dann gar nichts leider dagegen. Das war echt einfach Pech, würde ich sagen. Das war sehr, sehr viel Pech, was ich leider gerade in der ersten Hälfte des Rennens durchgezogen hatte. Wir gucken uns mal die Highlights an, die sollten überarbeitet gewesen sein. Ja, gucken wir einfach mal, wir machen mal das HUD aus. So, vom Start weg, der Bottas hat sich sogar auf Mediums brauchen können, scheinbar. Ah, nee, Hamilton ist da doch vorbeigegangen. Okay. Hat er geschafft, da fliegen Flügel. Na, da haben dann schon komische Dinge angefangen zu passieren. Hier Kimi auch wieder super aggressiv, dadurch Grosjean noch vorbeigegangen. Ich glaube, ich bin am Start auch einfach nicht gut genug reingekommen. Das kann natürlich auch sein. Wir haben es gerade gemerkt, dass ich halt, wie gesagt, in den ersten vier Runden, glaube ich, viermal zurückspulen musste und dann halt die letzten 25 Runden gar nicht. Und da halt auch nur kleinere Fehler hatte, die mich dann halt ein bisschen was gekostet hatten. Und dann kam leider eine Sache, die ich nicht richtig verstanden habe, muss ich sagen. Warum mich da dann die KI nicht vorbeilassen musste wieder.
Genau, das kommt hier sogar. Ja, cool. Alle Schlüsselpunkte in dem Rennen sind vereint. Genau, Gasly ist hier ausgeschieden. Ich an Grosjean vorbei. Ja, das war mir klar. Grosjean wieder zurücklassen. Ach, und da war schon wieder grün. Oh Gott, ja, super Pech. Außenrum an Latifi vorbei. Gab es sogar eine Berührung? Ja, das hat sich gedreht. Ja, Rennunfall würde ich sagen, war ähnlich wie Dave und ich beim Comet-GP. So, und hier jetzt das erste Mal, als es gegen Russell geklappt hat. Da war es sogar noch ein bisschen enger. Beim zweiten Mal war es dann doch recht locker, muss man sagen. Ja, wird aber, glaube ich, gar nicht mehr gezeigt. Wir haben hier eine Slow-Mo, eine sehr, sehr schöne. Ach doch, da ist es sogar. Guck mal an. Das so ein Überhummeln, wenn der Slow-Mo gezeigt wird, sehr schön. Und da die Zieleinfahrt, ja, mit... Nee, gar nicht die Zieleinfahrt, Quatsch. Meine Berührung mit der Wand, vorletzte Runde war es. So, jetzt aber die Zieleinfahrt. Ja, leider recht enttäuschendes Ergebnis, aber wie gesagt, war auch unlucky, muss man ganz klar so sagen. Wir gucken mal weiter, gucken mal, was denn jetzt so passiert und werden vor allem... soweit alles durchgehen, auch was nachher noch passiert. Och nee. Wie denken Sie darüber? Woran glauben Sie, lag es, dass Sie heute nicht so schnell waren wie Ihr Teamkollege? Ganz klar, er ist einfach gut gewesen. Sie sind ein paar Mal an der Mauer entlang geschrammt. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip? Nein, hatte ich nicht. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich bin überrascht, dass bei der Frage, wer von uns mehr oder wer von uns besser war, wir beide nicht wirklich was verloren hatten. Okay, wir haben auf jeden Fall wieder Anerkennung ein bisschen gewonnen und kriegen ein bisschen Kohlen. 50.000? Wir kriegen doch mehr durch den Sponsor, oder bin ich jetzt doof? Wir sind wieder im Hauptquartier. Eigentlich dachte ich, wir kriegen noch ein bisschen mehr. Schade. Weil kriegen wir nicht irgendwie 260.000 pro Sponsor? Ja, guck mal. So. Wir haben Ressourcenpunkte. Aber vorher gehen wir die Aktivitäten durch. Oh, was? Wir haben nur 2 Tage bis zum nächsten Grand Prix. Hä? Warte mal, da kann doch nicht stimmen. Okay, wir hinterfragen das einfach nicht. So, Gewicht Training. Dann Konferenz und Marketingstrategie. Aufzeichnung Fahrer PR Video. Ja, das macht ja keinen Sinn. Das können wir wahrscheinlich nur einmal machen. Und Strapazierfähigkeit Teamaufbau kostet uns 5.000, aber wir würden mehr Strapazierfähigkeit gewinnen. Ich weiß nicht, wir kriegen ja eh einen zweiten Sponsor dazu, deswegen fände ich die Marketingstrategie erstmal recht unnötig. Ich würde sagen, wir machen Strapazierfähigkeit Teamaufbau. Halte ich für eine gute Möglichkeit, oder können wir das gar nicht machen? Ah doch, guck mal, ich war nur doof. Wir werden wahrscheinlich Nachrichten haben. Ne, haben wir tatsächlich nicht. Dann Einrichtungen. Gut, da bräuchten wir ein bisschen mehr Kohle, um hier großartig was machen zu können. Jetzt aber in der F&E weiterentwickeln. Da sehen wir nicht. Das Upgrade hier ist schiefgegangen. Wunderbar, dann machen wir das gleiche doch nochmal. Und das kriegen wir nicht bis zu diesem Event fertig. Ausfallwahrscheinlichkeit 0,0. Damit ist diese Abteilung allerdings ausgelastet. Dann können wir hier weitermachen. Wir haben ja 1022 Fähigkeitenpunkte. Was haben wir denn? ERS oder Treibstoffeffizienz? Da wäre ich ja fast eher bei der Treibstoffeffizienz. Weil da, wobei ERS-System ist halt weit mächtiger hier in dem Titel. Dann machen wir das hier lieber mal. Am 6. April fertiggestellt erst. Na gut, wir haben leider nicht zu viele andere Chancen. Okay. Dann können wir uns hier aber noch einen Sekundärsponsor aussuchen. Und da haben wir jetzt vielleicht ein bisschen Auswahl.
Ziel. Verdiene 3 Konstrukteurspunkte an einem Rennwochenende. Oh, das halte ich für fast einen Tacken zu schwer. Schließe als Team 75 Runden während eines Rennwochenendes ab. Da bräuchten wir ein 100% Rennen für. Weil als Team. Als Team sind beide Fahrer gleichzeitig. Wir werden ungefähr 60 Runden. Ja, eigentlich sollte das machbar sein, oder? Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Warte mal, können wir nicht... Wir sortieren mal. Nach, genau, wöchentliches Einkommen. So, da sind wir hier ganz oben ja mit dabei. Und der Zielbonus interessiert uns dann ja eigentlich eher sekundär, wenn wir ehrlich sind. Doch, ich glaube, das könnte machbar sein. Machen wir. Das bedeutet, wir kriegen jetzt 350.000 pro Rennwochenende, was wir dann hier nutzen können für diese Dinger hier. Einrichtung schließen? Ja, ob ihr doof seid. Nee, nee, die bleiben alle offen. Wir haben genug Kohle. Um vielleicht hier nochmal ein bisschen mehr in die Fahrerboni reinzugehen. 1 Million Marktwert. Ja, warte mal, wir gucken mal. Hier kannst du das zusätzliche Gehalt, das du ausgehandelt hast, in Fahrerboni anlegen. Jeder Bonus kommt dir selbst und deinem derzeitigen Team zugute. Sie bleiben dir erhalten und machen dich bei zukünftigen Verhandlungen für ja, die ja, das kennen wir alles schon. Wir machen mal Motorabnutzung ein bisschen geringer. Den Rest sparen wir an. Und dann würde ich sagen, machen wir doch mal weiter hier. Wir sind jetzt in der Lage, neue Sponsoren für das Team zu gewinnen. Geh zum Firmentab und öffne den Sponsorenbildschirm, um zu entscheiden, welche wir kontaktieren sollen. Gut, das hatten wir ja gerade schon. Ja, dann würde ich sagen, ab zum Rennwochenende, wenn ich jetzt nichts übersehen habe. In Bahrain, eine sehr topspeedlastige Strecke, muss man ganz klar sagen. Da haben wir mit dem Mercedes-Motor natürlich ganz gute Karten, gerade gegenüber dem Alpha Tauri eventuell. Aber leider ist ja unser Upgrade nicht durchgegangen. Das ist verdammt ärgerlich. Und deswegen gucken wir jetzt einfach mal auch direkt, wie sich denn die anderen Teams entwickelt haben, ob sich da groß was getan hat oder nicht. Vielleicht ist er irgendwer schwächer geworden, möglich wär's. Also, wir haben Nachrichten auf jeden Fall. Call. Genau, ja, das kennen wir ja alles soweit. Und Wetterbericht, ja, dass trocken bleibt in Bahrain. Ist jetzt kein allzu großes Wunder, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich glaube tatsächlich, oh doch, da hat sich auf jeden Fall was getan. Und zwar sind eigentlich alle in Stücken besser geworden, außer wir. Weil wir halt nicht wirklich konnten. Das ist doof. Das ist sehr, sehr doof. Okay, die Leiste rechts verstehe ich jetzt ehrlicherweise nicht hundertprozentig. Wir sind auf jeden Fall immer noch auf dem Niveau von Alfa Romeo und Alfa Tauri. Also das AAA-Team, wenn man so möchte, vereint zusammen. Und ja, die P19 da. Die steht da das letzte Mal, hoffe ich einfach mal. Wir werden gucken, dass wir da definitiv ein bisschen mehr rausholen. Ich meine, Alfa mit dem Ferrari-Motor, natürlich prinzipiell auch ein sehr, sehr starker Vorteil. Aber trotzdem, dafür, dass es echt recht viel Pech war, finde ich, war es dann doch ein ganz gutes Rennen. Und ja, ich würde sagen, das war's dann für die heutige Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr mal nach oben freuen. Wie gesagt, morgen erscheint dann das Spiel auch für alle. Und ja, bis zum nächsten Mal. Servus!